Danke, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir heute Morgen über Demokratie sprechen, dann können wir ruhig erstmal sagen, wir sind froh, dass wir sie haben. Und wir dürfen nicht müde werden, sie zu schützen und sie lebendig zu gestalten. Diese Demokratie ist wahrlich nicht vom Himmel gefallen. Da sind wir vielen zu Dank verpflichtet. Und sie muss auch immer wieder neu eingeübt werden. Ich habe gestern mit Erzieherinnen und Erziehern gesprochen. Die machen jede Woche eine Kinderkonferenz in der Kindertagesstätte. Und die Kleinen, schon die Kleinsten, dürfen ihre Themen anbringen und zu bestimmten Fragen, die sie betreffen, entscheiden. Ich finde das großartig und ich will die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle allen zu danken, die politische Bildung machen im Großen, aber auch im Kleinen, dafür sorgen, dass unsere Demokratie weitergetragen wird. So, der vorliegende Antrag beschäftigt sich nur mit einem Ausschnitt, nämlich mit der direkten Demokratie. Und ich bin schon für die direkte Demokratie und ich sehe auch, dass wir Baustellen haben, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter fassen, dieses Thema. Wir haben ein repräsentatives System, das seit vielen Jahren für Stabilität in diesem Land gesorgt hat. Repräsentativität bedeutet, dass wir hier abbilden sollen, was draußen im Land ist. Und jetzt frage ich uns mal, gelingt uns das denn? Wenn ich zum Beispiel die Frage anschaue der Partizipation, der gleichberechtigten Partizipation von Frauen und Männern, dann schaue ich in die AfD-Fraktion und sehe, da brauchen Sie eigentlich keine Anträge hier stellen, sondern müssen Sie erst mal Ihre Hausaufgaben machen. Ich habe mit dem früheren Schweizer Botschafter über die direkte Demokratie gesprochen. Es ist ein tolles System, das wir nicht übertragen können, aber von dem wir viel lernen können. Aber er hat zum Beispiel gesagt, in der Schweiz, die Sie angesprochen haben, ist ein Viertel der Menschen, die dort Steuern zahlt, Unternehmen gegründet hat, arbeitet, ausgeschlossen von diesen ganzen Wahlen und Abstimmungen, weil sie nicht über den Schweizer Pass verfügen. Und ich bin für ein Demokratiemodell, wo wir die Demokratie, die Partizipation, die Teilhabe von allen Menschen erreichen wollen. Und deswegen erreichen wir das mit Ihren direktdemokratischen Verfahren alleine nicht. Ein zweites Beispiel. Meine politischen Vorfahren haben irgendwann mal dafür gekämpft, dass unabhängig davon, ob du Geld besitzt, ob du ein Stück Land hast oder aus welcher Schicht du kommst, dass jede Stimme gleich viel wert ist. Heute dagegen können wir bis in die Wahlbezirke nachvollziehen. Wir haben die vorliegende Untersuchung, dass gerade die Ärmeren nicht mehr so an der Wahl teilnehmen, an der Demokratie teilhaben. Das zerbricht mir das Herz. Wir kämpfen eine Stimme für jeden durch. Und dann nehmen ausgerechnet die, für die wir es erkämpft haben, dieses Recht nicht mehr in Anspruch. Diesen Fragen müssen wir uns stellen, denn wir wissen gleichzeitig, auch da hilft uns die direkte Demokratie nichts, weil diese Menschen würden auch an diesen direktdemokratischen Verfahren gar nicht teilnehmen, sondern es wären nur sehr kleine Kreise, die dann jeweils sich ihre Fragen herauspicken. Die Fragen, die uns zur Verlebendigung der Demokratie stellen, sind vielfältiger und sie sind nicht alleine damit zu beantworten, was Sie in Ihrem Antrag da formulieren. Deswegen ist es gut. Deswegen ist es gut, dass sich die Koalition auf eine Expertenkommission verständigt hat, die nicht nur über direkte Demokratie spricht, sondern die sagt, wir müssen zur Stärkung der Demokratie insgesamt sprechen. Und jetzt möchte ich zu den Antragstellern noch mal etwas sagen. Sie haben hier das ja jetzt sehr sachlich vorgetragen. Aber Demokratie hat einen Ausgangspunkt. Und das ist ein zarter Ausgangspunkt, ein verletzlicher Ausgangspunkt. Und dieser Ausgangspunkt, das ist die Menschenwürde. Mehr noch, es ist die gleiche Würde von allen Menschen. Und wenn Sie dann wie in der vergangenen Woche hier eine Anfrage stellen, wo Sie Behinderung, Inzest und Migration irgendwie verrühren, dann muss ich sagen, dann verletzen Sie diese Menschenwürde. Da muss ich schon schämen, was in deutschen Parlamenten wieder gesagt und aufgeschrieben wird. Kollege im Saarländischen Landtag hat von Behinderten auf der einen und normalen Menschen auf der anderen Seite gesprochen. Entschuldigung, das ist unsäglich und damit beschädigen Sie Demokratie. Und noch was zum Thema Sachlichkeit. Der Antrag, das liest sich so, aber eigentlich bedienen Sie hier mal wieder die Grundmelodie, die von Rechtspopulisten und Rechtsextremen schon immer vorangetragen wurde, nämlich hier ist das Volk. Und da sind die anderen. Und wissen Sie, was das ist? Das ist im Kern eine antidemokratische Haltung, die Sie hier offenbaren. Wir sind hier gewählt, nicht um die Leute gegeneinander aufzuhetzen,
sondern miteinander zusammenzuarbeiten. Demokratie ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und deswegen passt hier eben das Sprichwort vom Bock, der zum Gärtner gemacht wird. Sie tun hier so, als ob Sie ein bisschen hegen und pflegen wollen, unsere Demokratie. In Wahrheit schießen Sie einen Bock nach dem anderen und zertrampeln unsere Demokratie. Und da werden Sie uns immer zum Gegner haben. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Friedrich Stratmanns, Fraktion Die Linke.